Okay, da sind wir schon wieder hier gelandet. Jetzt frage ich mich, was machen wir denn am besten? Kann ich benutze. Nee, ich muss mich immer noch mit der Steuerung zurechtfinden, ist sehr verwirrend. So. Ich komme nicht Naja, dran. ich dachte irgendwie, dass wir mit dem Schläger vielleicht die Sachen runter kicken können. So. Ich gehe gerade noch mal nach oben. Wo könnten wir denn noch hingehen? So. Hotelboy. Aber hier kommen wir auch nicht vorbei. Und was passiert, wenn sie uns nochmal erwischen? Auch mehr ausziehen, wäre ja ein bisschen uncool. Ist da noch Ich irgendwas? komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ja, da unten wird er ja wohl rankommen. Prüfe. Das hat Räder. Ah. Bewege. Ah, okay. Ich verstehe. Oh. Ich weiß, was. Ich glaube, ich weiß, was er jetzt macht. Okay. Bewegen. Aber er kann sie nur dahin bewegen. Egal. Ich glaube, ich weiß, was er Das vorhat. hat Räder. Darauf freue ich mich schon. Das hat Räder. So, bewege. Leiter. Dann gehen wir mal hierhin. Nein, nicht be nein, nicht bewegen. Ja, das ist ja sehr schön. Ich muss sie dann, glaube ich, benutzen, denke ich Das mal. hat Räder. Das hat Räder. Das ist aber schön. Okay. Ich benutze jetzt mal die Leiter. Scheint nicht zu funktionieren. Bitte? Das ist eine Leiter. Da geht man drauf. Was soll da nicht funktionieren? Das lasse ich lieber hier. Das hat Räder. Das hat Räder. Kann man die Geht öffnen? nicht auf. Okay. Können wir da Das war draufhauen? mein Glücksschläger, als ich noch bei den Majors gespielt habe. Okay. Benutze. Jetzt ist nicht die Zeit, um Baseball zu spielen. Das. Ist hier irgendwas? Nee. Maske. Hey, sowas nenne ich hässlich. Okay. Jetzt frage ich mich. Ich habe schon so eine Idee. Scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren. Können wir hier irgendwas hier mitnehmen? Genau, nimm. Das lasse ich lieber hier. Ah, doch. Hä? Jetzt. Ich verstehe es nicht. Ich wollte eigentlich, dass er die Leiter hier benutzt, aber er kann anscheinend auch so draufsteigen. Okay. Geh zu. Cocktailschirmchen. Das sind diese kleinen, niedlichen Dinger, die man immer in teuren Drinks hat. Boah, Cocktailschirmchen finde ich voll cool. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie mag ich die. Ich habe da früher mal so einen kleinen Affen bekommen. Okay. Ist mir gerade so Das lasse eingefallen. ich lieber hier. Ja. Meine Güte. Wir könnten natürlich Schwerter mitnehmen, das ist nur. Das lasse ich lieber hier. Dann nehmen wir halt die hier mit. Ja, das war mir. Warum war mir das klar, dass er die mitnimmt? Ich weiß wieso. Kuckuck. Die sehen echt schön aus. Ich denke mal nicht, dass ich die zensieren muss. Aber gut. Können wir. Made in Korea bei Brustomatic fühlen sich verdammt echt an. Okay, der muss es ja wissen. Können wir die benutzen? Das würde sich mit dem beißen, was ich gerade anhabe. Gut. Bei dem beißt sich ja anscheinend alles. Das Benutze. würde sich mit dem beißen, was ich gerade anhabe. Ich kann sagen, was ich will. Ich bekomme keine Antwort. Ach so, ich habe wahrscheinlich gerade Rede mitgemacht. Okay. Gut, wir haben jetzt Gummimöpse, wenn man so sagen will. Was mir das jetzt bringt, weiß ich nicht. Toll. Toll. Wir nehmen. Warum in aller Welt sollte ich das tun wollen? Die Frage ist, warum nicht? Warum in aller Welt sollte ich das tun wollen? Hier noch irgendwas? Nee.
Können wir noch mehr mitnehmen? Ich glaube, eins reicht. Ja, wer weiß. Ich meine, so 4 Stück ist doch auch nicht schlecht. Laken, okay. Moment, dann bewegen wir gerade nochmal die Leiter. Achso, ich habe gemacht, hier, bewege. So. Das Spiel fängt schon richtig gut an, ey. Eine Perücke gefunden, ein paar Gummibrüste, das ist echt toll. Ich mag das. Ich finde das ehrlich gesagt gut. Sollte es öfter geben. Komisch. Die sind ja aus Gummi. Hier ist sehr viel aus Gummi. Hoffentlich nicht das, was er in der Hose hat. Kann er jetzt mal... Ne, bewegen will ich sie ja auch nicht. Nimm... Das lasse ich lieber hier. Okay, da will er also auch nicht hingehen. Brecheisen. Ich komme nicht dran. Kommen wir da noch irgendwie hin? Din, 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 din. So. Ah. Das ist das Standardthema bei Andersons Typen. Okay, können wir die mitnehmen? Ja, sehr schön. Wir haben jetzt... So, jetzt sieht man die Dinger nicht mehr. Okay, wir haben jetzt eine Brechstange dabei. Kuckuck, Kuckuck. So, lassen wir das mal. Wir sind... Es ist ja hier ein erwachsenes Let's Play. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Brechstange. Das ist das Standardthema bei Andersons Typen. Was bringt denn mir das jetzt? Kann ich damit irgendwelche Tür... Ach, damit können wir vielleicht oben das Fenster öffnen. Probier es einfach mal an der Tür, aber ich glaube nicht, dass wir das hier benutzen können. Keine gute Idee. Ich könnte unnötigen Schaden anrichten. Ah, du doch nicht. Besonders wir sind voll die Straftäter. Wir klauen hier einfach... Warum haben die überhaupt solche Dinge hier in ihrem Keller? Ist voll das seriöse Hotel. Für alle, die sich ein paar Gummisachen holen wollen. Ich meine, hier ist ja anscheinend alles aus Gummi. Können wir den nochmal ansprechen? Wie geht's, Mikey, alter Junge? Nenn mich nicht Mickey, alter Junge. Okay. Entschuldigung für die Störung. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüssi, Lee. Den können wir also nichts mehr fragen. Ich lasse mich gerade nochmal von denen erwischen. Hey, du! Oh nein, nicht schon wieder. Oh doch. Du hast doch nicht etwa schon wieder versucht zu flüchten? Nee, ich laufe hier nur so rum. Ich habe das Badezimmer gesucht, habe mich aber verirrt. Schöne Unterhosen. Na gut, King. Auf geht's. Also, bis dann. Da bin ich also wieder. Aber wir haben immer noch unsere Unterhosen. Und wir haben unsere Gegenstände noch. Das ist schön. So. Ja, sehr gut. Oh. Das bringt auch nichts. Die Fenster sind aus Panzerglas. Ach, Mann. Ich habe gehofft, wir können hier irgendwie damit abhauen, aber... Anscheinend nicht. Hier vielleicht. Ah, genau so kriegt man Kisten auf. 3-mal dran klopfen und im Kreis drehen, dann geht das. Wer hätte das gedacht? Ich habe gerade ein Handtuch gefunden. Yay. Nur Handtücher und Bettwäsche. Naja, besser als nichts, ne? Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen kann. Wir haben ein weiteres Handtuch. Was machen wir denn jetzt damit? Das Spiel verlangt schon alles von mir ab. Keine gute Idee. Ich könnte unnötigen Schaden anrichten. Unnötiger Schaden ist mein Motto. Das bringt nichts. Besonders die Tür muss ja 1 Meter dick sein. Besonders wie er die Brechstange dann einfach in sein Hemd steckt. Din, 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 din. Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich hatte schon immer was für Brünette übrig. Was? So, wollte ich gar nicht.
Boah, der mit seinen Brünetten, ey. Keine gute Idee. Ich könnte unnötigen Schaden anrichten. Heizkörper. Keine gute Idee. Ich könnte unnötigen Schaden anrichten. Okay. Das würde sich mit dem beißen, was ich gerade anhabe. Das will er also auch nicht anziehen. Die Musik hat aufgehört. So. Ansonsten, was kann ich denn machen? Jetzt haben wir ja noch ein Handtuch. Genießen Sie Ihren Aufenthalt im Hotel Copacabana. Das erweitert meine wertvolle Handtuchkollektion. Cool. Benutze Handtuch. Scheint nicht zu funktionieren. Dann eben nicht. Prüfe, gib, bewege. Schließe, öffne. Wir können hier auch nichts mehr mitnehmen, ne? Das hier irgendwie? Nee. Schirmchen will er ja nicht mitnehmen, leider. Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen kann. Ich glaube schon. So. Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen kann. Irgendwelche Schuhe. Also was heißt Schuhe? Solche Fuß. Was weiß ich, was das ist. Ich muss bei diesem Ding die ganze Zeit an das Sentry Turret denken. Frag mich nicht, wieso. Ey, sowas nenne ich hässlich. Hast du schon mal in den Spiegel geguckt, Junge? Naja. Brecheisen, Tür, ich sehe mich hier nochmal. Lakenseil. Ah, okay. Er klettert sogar nochmal nach oben, gut zu wissen. Ich glaube, die Musik ist jetzt alle. Da komme ich wieder nach oben. Okay. Hier ist noch ein Besen, da ist die Tür. Noch eine Tür. Rohre. Ja, wirklich schlau werde ich daraus jetzt auch nicht. Okay, wir gehen einfach nochmal nach oben. Da muss ich echt überlegen. Warum hat denn die Musik aufgehört? Achso, oh, jetzt geht's ja wieder. Jetzt ist die Musik wieder da. Ah, das sind wahrscheinlich die Einstellungen, ne? Eintrag lesen. Ach so. Moment. Ist das hier zum Speichern? Ich glaube schon, oder? Ja, anscheinend. Weil bei Aufgeben zum Beispiel wird das Spiel geschlossen und deswegen, denke ich mal. Okay, ja. Dann macht Eintrag machen ist dann... Oder haben sie das einfach so crappy aus dem Englischen übersetzt? Nee, ich denke, das ist einfach so stilistisch gemacht. Oder so, keine Ahnung. Hallo! Wie geht's, Mikey, alter Junge? Hey! Mickey, alter Junge? Okay. Wegen des Schlüssels nochmal. Was möchtest du wissen? Hast du noch einen, den ich haben könnte? Hast du noch einen, den ich haben könnte? Nein. Und selbst dann würde ich ihn dir nicht geben. Der Schlüssel gehört Miss Lola und sie mag es gar nicht, wenn Fremde reinplatzen. Entschuldigung für die Störung. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wie geht's, Mikey, alter Junge? Der muss doch noch irgendwas haben. Wegen des Schlüssels auf deinem Tisch. Ja, und? Ich möchte ihn mir kurz ausleihen. Tut mir leid, aber der Schlüssel gehört Miss Lola. Ich muss jetzt gehen. Okay. Benutze Schläger mit... nicht die Zeit um Baseball. Nein! Am liebsten würde ich den Leuten da natürlich eine reinhauen. Keine gute Idee. Ich könnte unnötigen Schaden... Naja, ob der Schaden unnötig ist, weiß ich nicht. Hotelboy, benutze...
Das würde sich mit dem beißen, was ich gerade anhabe. Mann, ich hab die ganze Zeit die Hoffnung, dass er die Dinge anzieht und die Perücke und wir dann irgendwie abhauen können. Benutze... Das scheint nicht zu funktionieren. Nimm Prüfe, gib... Nee, ich behalte es noch eine Weile. Ja, du alter Schmutzfink. Tagebuch. Tagebuch ist das hier, okay. Perücke. Ups. Niemals. Huch. Es ist ja noch nicht Weihnachten. Ach so, okay. Weihnachten ist es noch nicht. Dann gehen wir nochmal zurück. Wir haben jetzt... Ist gar nicht so einfach. Wir kommen hier durch die Tür nicht raus. Wir kommen durchs Fenster nicht raus. Alles irgendwie unpraktisch. Denn, denn. Keine gute Idee. Ich könnte unnötigen Schaden anrichten. Da will er auch nicht durch. Ei, die Maske will er aber auch nicht mitnehmen, ne? Leiter. Glaube nicht, nee. Komisch. Die sind ja aus Gummi. Wie anscheinend alles hier. Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen kann. Rede mit... Ich... bin schon ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Was ist das hier eigentlich? Ich komme nicht dran. Ja, drankommen tut er schon, glaube ich. Bewegen die nochmal nach drüben. Dünn. So. Hier, nee, das kann er also nicht mitnehmen. Bewege Leiter. Nee, davon also nichts. Und ich übersehe hier auch sicher nichts. Ich bin mir nicht ganz sicher.